die letzten Punkte, gibt die letzten Anweisungen und danach kann es losgehen mit dem Debüt beider Kämpfer. Und es fängt direkt sehr, sehr wild an. Der Kopfschutz der roten Ecke hat sich direkt gelöst, ist direkt gelockert. Jetzt müssen wir mal kurz abwarten, bis es dann wirklich losgeht. Fast ein Sweep von der roten Ecke. Jetzt sehen wir den ersten Clinch des Kampfes hier. Kann die blaue Ecke auf jeden Fall die Innenposition sichern. Und die rote Ecke kommt nicht ganz rein oder ist etwas verunsichert, was man jetzt als Reaktion machen könne. Das ist natürlich kein Platz, dann irgendwie reinzukommen bei dem Ellbogen schon an den Kopfschutz. Das wurde jetzt auch beendet vom Ringrichter. Eine schöne rechte Overhand von der roten Ecke. Die linke Ecke etwas aus dem Konzept gebracht. Schöner Block von der roten Ecke, wobei man nicht versuchen sollte, gleichzeitig zu fangen und gleichzeitig zu blocken, weil dann natürlich der Kopf komplett offen ist. Also, während der Kampf sehr, sehr intensiv angefangen hat, hat es jetzt ein wenig an Intensität verloren und beide Kämpfer tasten sich derzeit etwas ab. Und ein Sweep, der erste Sweep des Kampfes von der roten Ecke. Der Kämpfer aus der roten Ecke ist auch richtig stolz darüber. Jetzt geht es in die Pause und die Trainer müssen jetzt Anweisungen geben, was sie an der Taktik, am Kampfstil ändern müssen, um den Sieg in ihre Ecke zu bringen. Schwierig zu werten, eine Runde ist es fast an die rote Ecke geben, aufgrund der Overhand-Hook. Das war so, glaube ich, der größte Wirkungstreffer in der Runde und des Sweeps, was ja im Muay Thai doch schon relativ stark gewertet werden müsste. Aber es ist schwierig zu urteilen. Dadurch, dass beide Kämpfer noch etwas reservierter auftraten nach der intensiven Anfangsphase. Seconds out, ringfrei für alle zwei. Oh, schöne Schlagkombi von der blauen Ecke. Beide Kämpfer sehr auf Distanz. Guter Körperhaken von der roten Ecke gerade. Nochmal schöner Körperhaken. Sieht jetzt so auf dem Video nicht so intensiv aus, aber es nimmt schon Luft. Das kann schon wehtun, wenn das in die Rücken geht. Auf die Leber wird der Schlag eher nicht gehen, wenn man so breit umfasst. Aber auf die Rücken kann das auch schon sehr wehtun. Ja, schöner Haltung von der roten Ecke. Aber auch eher in die Deckung. Vielleicht leicht drüber. Jetzt wieder ein Sweep-Versuch der roten Ecke, aber nicht geglückt und wurde jetzt unterbrochen vom Ringrichter. Gut getimter Low-Kick-Finger von der roten Ecke, von Julius. Der den Gegner beim Angriff etwas aus der Fassung gebracht hat.
Oh, eine schöne rechte Haken von Norwin. Also der erste richtige Wirkungstreffer diese Runde von ihm. Ja, dadurch, dass er immer die andere Hand, die eigentlich am Kinn sein sollte, fallen lässt, wenn er mit der Haupthand schlägt, kann die Overhand von Julius oft sein Ziel finden. Und das sollte eigentlich nicht die Aufgabe sein von der passiven Hand beim Schlag. Oh nein, das ist nicht erlaubt. Er hat versucht, einen Takedown zu machen, das aber nicht erlaubt. Und nur Teil, sondern nur Sweep. Und ein starker Schlag nach dem Gong, aber auch aus Versehen. Der wurde abgefeuert, bevor es geklingelt hat. So, diese Runde würde ich deutlich in die rote Ecke geben. Sonst ist die blaue Ecke etwas in Zugzwang. Jetzt zu liefern. Das werden wir erzählen, inwiefern sie dem nachkommen kann. Schöne Schlagkombis jetzt von der blauen Ecke von Norwin. Oh, ein schöner High-Kick von Norwin. Ja, jetzt scheint der Paar sich Treffer gelandet zu haben gegen Julius und der ist direkt im Rückwärtsgang, also es ist schwierig zu wissen, was er da machen muss vor dem Debüt, aber er sollte jetzt eigentlich nachsetzen. Und sein Momentum, wenn man das im Kampfgeschehen normalerweise nennt, sein Momentum, die Initiative auszunutzen. Ja, weil die jetzt auf jeden Fall klar auf seiner Seite ist, aber wie viel er die Initiative halten kann, ist schwer zu beurteilen. Weil beide Kämpfer halt auch noch relativ unerfahren sind. Er drängt auch weiterhin Julius in die Ecke und ist sozusagen der aktive Part in diesem Kampfgeschehen. Die treibende Kraft, der bestimmt wann angegriffen wird, der bestimmt in welche Richtung gelaufen wird. Und das ist eigentlich auch wichtig für die Punkterichter. Er ist im Muay Thai etwas weniger als in anderen Kampfsportarten, aber dennoch wichtig. Bisher hat, glaube ich, Julius auch noch nicht großartig treffen können in dieser Runde. Ja, somit ist Norman deutlich vorne in der Runde. Das sind die letzten 10 Sekunden jetzt gleich. Ich glaube, somit geht die letzte Runde an Norman. Außer jetzt kann Julius hier noch eine Schlagkombination mit Wirkungstreffern landen. Aber nein, das war ein Wirkungstreffer und Betreffern. Und die letzte Sekunde gehört wieder Norman. Norman, tut mir leid. Ja, schwer. Schwer zu bewertender Kampf. Könnte in jede Ecke gehen, könnte auch eine Split-Decision sein, könnte auch ein Unentschieden sein. Jetzt werden wir sehen, wie die Kampfrichter es werten. Ein starker Kampf von beiden Kämpfern. Nochmal ein Riesenapplaus.
gibt ein einstimmiges Punktrichterurteil. Der Sieg geht in die rote Ecke. Okay. Somit geht der Sieg in die rote Ecke. Also die ersten beiden Runden wird dann wahrscheinlich die rote Ecke gewonnen haben. Die dritte Reihe der Runde hat es dann nicht geholfen. Also die Dominanz der dritten Runde hat nicht geholfen, den Sieg in die blaue Ecke zu tragen. Vielen Dank.